Naja, der Joe Maygard hat gesagt, es gibt den Tiroler Weg. Der Harald Ulsch hat gesagt, im Grunde geht es in Richtung Resistenz bei den Preisen. Wir sehen das so, generell geht der Zug in Richtung Professionalisierung. Sowohl bei den touristischen Organisationen als auch bei der touristischen Infrastruktur und ganz besonders bei der betrieblichen Basis in der Hotellerie und in der Gastronomie. Dort kommt es unweigerlich zu einer Auslese der Köpfe. Man hat ja sehr oft gesagt, wichtig ist Standort, Standort, Standort. Wir glauben, dass jetzt wichtig ist Köpfe, Köpfe, Köpfe. Das heißt, gut ausgebildete Leute in den richtigen Positionen, die den Tourismus mehr professionell managen und zugleich natürlich gute Gastgeber sind.